Willkommen zu Off 2 Perlen und heute habe ich euch wieder eine Perle mitgebracht von Unter dem Meer. Chariot of Atlantis heißt der Film. Und ich lese jetzt gerade mal vor, was da vorne drauf steht. Startling Story of a Sunken City from Beneath the Sea. Und so sieht das Ganze aus. Ja, das ist also eine kleine Pappverpackung mit einem eigentlich sehr hübsch gemachten Cover. Man sieht ein U-Boot und Kämpfe. Ist ganz offensichtlich eine amerikanische Veröffentlichung. Und das ist der erste Super 8-Film, den ich mir 1981 selbst gekauft habe. Oh, ich hole den mal raus. Der ist entgegen dem, was ihr normalerweise von mir bei Perlen gewohnt seid, ein bisschen kürzer. Das sind nämlich gerade mal 15 bis 17 Meter Schwarz-Weiß-Stummfilm. Ja, also ohne Ton und ohne Farbe. Gut, im Original ist der auch ohne Farbe, aber immerhin zumindest noch mit Ton. Also 2,5 Minuten Laufzeit, so lange geht der, für 5 D-Mark. Also 5 D-Mark haben solche 15 Meter Schwarz-Weiß-Stummfilme gekostet. Das war die unterste Sprosse der Super 8 Filmkopie-Leiter, die ja dann endet bei 17 Minuten Color-Ton 149 D-Mark. Jetzt aber noch ein bisschen was zum Originalfilm, der unter dem Titel lief Undersea Kingdom. Und bei Undersea Kingdom handelt es sich um ein amerikanisches zwölfteiliges Serial. Das heißt im Prinzip so eine Miniserie. Ja? 12 Teile, die liefen dann immer zwischen den Nachrichten und dem Hauptfilm im Kino und endeten immer relativ abrupt an dem dramatischsten Moment dieser Fassung, um dann nächste Woche mit der Fortsetzung die Leute wieder ins Kino zu ziehen. Im Original lief der 230 Minuten. 1956 lief er dann auch in Deutschland im Kino, nicht 1936, klar warum. Und in der deutschen Fassung mit dem Titel Unga Khan, der Herr von Atlantis, dauerte der ganze Film dann 80 Minuten. Der Titel dieser Super 8-Fassung, Chariot of Atlantis, bezieht sich aber auf die 100 Minuten lange TV-Schnittfassung von 1966 fürs amerikanische Fernsehen. 2016, kann ich noch anmerken, wurde der dann auch noch auf DVD sogar in Deutschland rausgebracht. Jetzt habe ich genug zu dem Film gesagt. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns den mal angucken. Bei einer Lauflänge von 2,5 Minuten schauen wir den jetzt mal komplett an. Ich habe jetzt allerdings auch die Version, die ihr gleich sehen werdet, noch ein bisschen musikalisch unterlegt, nicht von mir. Das kommt dann ganz am Schluss, von wem es war, weil auf YouTube einen Stummfilm in Stumm anzuschauen, das ist auch ein bisschen tröge. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und sage nur noch Film ab.